will. Ich habe keinen Mana mehr. Oh, Alter. Genau. Ich kann ruhig mal ein bisschen HP fallen lassen jetzt. Alter! Das wäre jetzt richtig dufte, wenn ihr mal... Boah, knapp. So, jetzt werden wir mal hier erstmal schnell die Rücksetzung aller Fallen verringern. Ihr werdet zurück. Na gut dann. Um 20%. Wenn wir jetzt hier schon keine HP kriegen, dann wenigstens noch ein kleines Upgrade hier. So, jetzt können wir noch auf der anderen Seite an. Ey, ich habe so ein bisschen Schiss, dass das nicht reicht, ne? Dass jetzt gleich ein Bogenschütze um die Ecke kommt und mich voll trifft. Aus denen mache ich Frikassee. Ich habe aber gut Kohle gekriegt. Sieht gut aus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ruckel. Nein. Wow. Oh, fuck. Ja! Oh. Oh, Junge. Alter Schwede. Oh nein. Da haben wir verkackt. Nein. Ach, Scheiße. Ei. Das war's. Die gehen jetzt. Alter. Das war böse. So viel zum Thema. Uns kann keiner was. Jetzt kriegen wir die 5 Dinger auf jeden Fall nicht mehr hin. Also ich hier schon mal verkackt. Aber ich hab's halt schon am Anfang auch schon erwähnt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man es nicht immer schafft. Denn es ist halt wirklich schwierig. Aber wir können es dann halt irgendwann im Nachhinein nochmal nachholen. Denn es ist in diesem Spiel einfach so, dass man sich die Maps immer wieder neu anschauen kann. Das Letzte, was du je sehen und dann kann man sich auch, dann kann man auch mit den aktuellen Fallen sozusagen, kann man das Ganze nochmal rocken, sag ich jetzt mal. So, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Denn wir sind jetzt schon Welle 7 von 9. Das heißt, wir bauen jetzt hier ein bisschen weniger Teer hin. Ein kleines Geschenk für dich. Auch mal jetzt nur noch so. Warum werdet ihr gleich sehen? Denn wir werden jetzt noch zusätzlich hier oben. Ja, sieht gut aus. Hier oben werden wir noch Wächter hinstellen. Die hätten viel früher kommen müssen. Die kann man dann später auch upgraden, genau, dass die mehr Schaden machen hier durch dieses, durch diesen durchbohrende und durchschneidende Fallen Upgrade und vor allem hier durch das brennende Pech. Dann bekommen die nämlich Feuerpfeile und heilen sich auch 2500, brauche ich jetzt insgesamt dafür. Bis später, schätze ich mal. Dadurch rocken die ein bisschen mehr. Ja, wir haben den Anfang jetzt ein bisschen vergeigt jetzt, oder jetzt den Mittelteil besser gesagt. So. Na, können wir ihn noch? Naja. Fahrt kriegen wir noch, aber mehr nicht. So. Sind hier die ersten durchgebrochen hier an der Seite. Machen wir jetzt auch noch lang.
So, jetzt hier auf der anderen Seite sind noch welche durchgebrochen. Zack, 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 zack. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Ich diene dem Orden. Nennt mir ein Ziel. So, Welle 8 von 9. Schauen wir mal hier. Was sie hier rocken. Noch mal oben lang. Ich könnte ewig so weitermachen. Dann mach's doch. So. Die Kobolde haben keine Chance. Weder oben noch unten. So, jetzt kommt die letzte Welle. Jetzt geht nochmal alles oder nichts. Eventuell kriegen wir jetzt nochmal die Kohle hin, dass wir die noch upgraden können, dass wir dann im Endspurt nochmal mehr Damage rauskloppen. Wie gesagt, 2500 insgesamt. Oh. Also nicht. Ein scheiß Ogre an der Front. So, der liegt jetzt. Na komm. Stirb. Sehr gut, der stirbt jetzt, der liegt jetzt. So, wir haben die Werwölfe gehört, da sind sie auch schon. Das ist einer. Und ihr habt gesehen, der ist direkt an mir vorbeigelaufen. Oh, ich habe aber ganz schön viel durchgelassen. So. Super. Jetzt können wir hier die Upgrades machen. Zack, zack. Annehmen. Eine interessante Wahl. Jetzt haben wir Feuerpfeile und Kombos. Das gibt wieder mehr Damage, aber... Ah ne, jetzt dachte ich schon, das war's schon. Da hinten sind sogar noch Münzen. Interessieren uns aber nicht. Denn wir schaffen jetzt hoffentlich die Map. Ja, jetzt haben wir sie geschafft. Nicht so schön, wie ich's wollte, leider. Zwei Schädel, hallo? Zwei Schädel. Also ihr merkt schon, ne, an der Map, da bin ich oft gescheitert. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter. Du erhältst Flammenarmschienen. Damit können wir, glaube ich, Feuerbälle und Feuerwände und so bauen. Ihr seht ja hier an den Bildern. Brennende Orks, explodierende Orks. Und wir spielen den Engpass. Schick. Zwei Portionen geröstete Orks. Schön knusprig. Komm sofort. Wie bauen wir das hier am schlauesten? Erstmal hier guckt zur Map. Hier eine Tür sehe ich, da eine Tür sehe ich und da eine Tür sehe ich. Boah, was anderes. Gut, Karte gekickt. Nein, sind nur die drei. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mehr, aber ich meine mich zu erinnern, dass die gleichzeitig rauskommen. Und die gehen auch alle hier rein. Das heißt, hier ist der Engpass. Hier müssen wir es eng machen. Aber wie? Wir nehmen auf jeden Fall das mit. Den können wir auch als Vorsichtshalber mitnehmen. Als Vorsichtshalber, denn in der letzten Map haben wir gesehen, wurden wir ganz schön überrannt. Den nehmen wir auch mit. Die Thea-Ding auf jeden Fall und die... Oder nehmen wir doch eher den nicht mit. Es kommt aber ein Ogre mit bei. Ogre ist immer, da bräuchten wir schon. So den Klingenstab, der ist schon nicht verkehrt. Die sind ganz gut denn für die Kohle. Zum Kohle sammeln. Ach, wir machen jetzt einfach mal so. Die Weberinnen. Es
Es gibt viel zu lernen. Lasst uns später, schätze ich mal. Wäre natürlich wieder so. Jetzt machen wir hier ein, da ein. Dann setzen wir jetzt noch hier einen hin. Und die restlichen drei, beziehungsweise die restliche Kohle, setzen wir hier hin für drei Wächter. Dass die von oben dann nämlich hier schön rocken können und uns Kohle sammeln können. Und wir werden als einziger hier unten verteidigen. Schauen wir mal, ob das uns gelingt. Wo kommt zuerst raus? Links, rechts? Okay, links und rechts. Und in der Mitte. Na, traumhaft. Und kabumm. Wow, wow. So, hat ja wunderbar funktioniert. So, machen wir hier noch ein Tierdings hin. So, wo kommen sie zuerst raus? Ah, hier kommen sogar kleine Dinger. Die können wir gleich mal hier vernichten. Ja, das ist natürlich ganz gut mit dem Engpass. Und kabumm, sehr gut. So. Jetzt werden wir hier noch welche bauen. Bereit zu dienen. Ich diene dem Ort. Mein Bogen ist treu zu dienen. Flammenwand. Komm, 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 komm. Na komm. Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Alter! Da verkackt er natürlich richtig. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht. So macht man das. Eine Freude. Meine Fresse. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Nämlich gar nichts. Kacknoob. So. So viel zum Thema 5 Schädel. Haben wir direkt verkackt, weil wir nicht aufgepasst haben. Ist euer. Nennt mir ein Ziel. Bereit eurem Geheiß zu folgen. So, noch. Setzen wir noch hier noch welche hin. Beziehungsweise, nein, jetzt haben wir nämlich 2,5. Dann werden wir jetzt nämlich das nutzen und das nutzen. Die Feuerpfeile und die Kombos. Das gefällt mir. Denn jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, meine ich jetzt, unaufhaltsam. Was war das? Hört das die Stimmen? Und sie sagen nicht mal Sachen wie: Hey, du bist das bestaussehendste Kriegsmagier aller Zeiten. So, den haben wir auch zerstört. Die Rücksetzung aller Fallen verringert sich um 20%, kostet aber 1500. Ja, mal noch hier zwei hinsetzen. Ich diene dem Bogen ist euer. Ah, das ärgert mich jetzt mit den zwei verschissenen Kobolden. Das ist echt ärgerlich. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ne, oder? Ja, noch kriegen wir es hin? Nein. Das wäre nichts geworden. Aber jetzt können wir die Rücksetzung bauen. Zack. Eine interessante Wahl. Jetzt haben wir wirklich keine Chance mehr. Jetzt ist vorbei. Ah, das ärgert mich jetzt. Egal. So. Weiter im Programm. Auch der beste Gamer der Welt muss nur mal aufpassen.
Ne, das ist einfach so. Sei es drum. So. Eieieiei. 5300 Ocken kriegen wir jetzt hier. Können wir nochmal hier ein paar Upgrades machen. Zack. Bis später, schätze ich mal. Wir haben jetzt geupgradet schartiger Stahl. Durchbohrende und zersteinende Pfeilen haben einen Blutungseffekt, der zusätzlich 50% des verursachten Schadens anrichtet. Das kommt schon mal wieder, nice. Wenn ihr bereit so, seid. Jetzt werden wir das ein bisschen anders machen. Denn die meisten dieser verschissenen 7 Wächter knallen nämlich ständig auf diese Holzplanken drauf, habe ich gesehen. So, machen wir hier noch was hin. So. Und dann werden wir noch hier was bauen. So, nämlich schön dazwischen. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Ich diene dem Orden. Wir haben so viel Kohle jetzt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so viel Kohle bekommen haben. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Mein Bogen ist so. Euer. Schauen wir uns die Geschichte mal an hier. So, jetzt haben wir nämlich eine riesige Teerwand. Und wir sehen auch, die Wächter verdienen jetzt so viel Kohle. Oder durch die Wächter verdienen wir so viel Kohle. Können wir gar nicht alles ausgeben. Deswegen meinte ich auch in einem anderen Let's Play, Wächter sind einfach unglaublich. Oh, jetzt haben wir auch schon die Höchstgrenze erreicht. Sehr gut. Deswegen werden wir jetzt hier noch zack, zack, zack Pfeilwände aufstellen. So nach und nach. Sieht so geil aus. Na? Schafft ihr das? Ja. Ohne Probleme. Schaut euch das an, Alter. Wie die Kohle hochgeht. Das ist unglaublich. So. Nein, nicht 8. Die 8 habe ich gesagt. So, zack, zack. Machen wir hier noch was hin. Da noch was hin. Dort noch was hin. Hier noch was hin. Und jetzt stellen wir uns noch schnell nach oben hin. Und schauen uns das ganze Spektakel nochmal von oben an. Ja, hier links brechen sie am meisten durch, weil wir hier nur 3 Wächter haben. Und den Ogre machen wir manuell kaputt. Und jetzt sehen wir hier wunderschön. Na, du willst doch nicht einfach durchbrechen. Er will tatsächlich durchbrechen, unglaublich. Der letzte Ogre wird auch noch kaputt gemacht. Jetzt sind zwar die Orks jetzt dran, aber keine Chance. Wir machen unseren Siegestanz. Und. Ah ne, haben ja nur 4, weil wir Spaltpunkte verloren haben. Das ärgert mich jetzt am meisten, dass wir ein bisschen zu langsam waren. Wie gesagt, es waren ja, wie viel waren das? Es waren 2 Kobolde, da haben wir nicht aufgepasst. Und die sind halt auch verdammt schnell. Haben wir nicht aufgepasst und weg waren sie. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt einfach mal weiter.